Ja, hallo, willkommen zur Fortsetzung. Wir machen heute mal wieder ein bisschen Fireballs. Also wir werden schauen, wie wir Isabel anwenden können. Und danach wird uns Makarios zeigen, wie man es richtig macht. Letztes Mal, wir haben kurz Fireballs angeschaut und eigentlich das war ein Beispiel, das, was man wissen muss, damit man jetzt wieder mit einsteigen kann. So eine Fireball-Regel besteht aus zwei Sachen. Zu eurer linken steht irgendeine Action, die die Fireball ausführt. Und zu eurer rechten steht so eine sogenannte Match-Expression oder Match-Condition. Eben, Fireball schaut sich alle diese Regeln an, sequenziell, wenn sie ein Paket hat. Und schaut eben der Reihe nach durch, welche von diesen Conditions trifft denn zu. Diese Regel wird zum Beispiel auf alle Pakete zutreffen. Dann wird diese Action ausführen. Was bedeutet, sie wird hier unten hinspringen und dann ihr Zeug machen. Und hier alles der Reihe nach durcharbeiten, bis sie irgendwas findet, was matcht. Und dann hat die Firewall eben hoffentlich am Ende ihr Ziel erledigt und weiß, was mit dem Paket zu tun ist. Und was wir jetzt machen, ist, wir bauen ein Tool, um Firewall-Regelsätze zu verifizieren, zu verstehen und damit eben was, ja, mal rauszufinden, was so ein Firewall-Regelsatz macht. Zum Beispiel, schöne Story von Admin, die mir erzählt wurde, ja, er ist jetzt schon irgendwie so seit längerem dabei und er hat immer noch nicht verstanden, was die Firewall gemacht hat. Sie ist seit 10 Jahren ungefähr aktiv, ist von einem der Vorvorgänger, der hat ihm mal geschrieben. Irgendwie tut sie, aber man weiß nicht so richtig, was das Ding macht, aber auf jeden Fall hat sie Bugs, aber keine Ahnung. Wir wollen jetzt mal verstehen, was machen diese Dinger einfach. Wir wollen vielleicht auch rausfinden, dass die Dinger das Richtige tun und dafür schreiben wir eben ein Tool in Isabel. Warum Isabel? Ja, nochmal zur Motivation. Man hat jetzt hier gesehen, jede Menge akademische Literatur, die im Großen und Ganzen sagt irgendwie, ja, die Firewall-Regelsätze sind nicht gut und ein Tool zu schreiben, das die dann irgendwie verifiziert hat, auch noch nicht geklappt, denn ich kenne kein einziges Tool, das mit den ganzen tollen, geilen Features von IP-Tables klarkommt. Deswegen wollen wir das Ganze eben schön in Isabel erstmal wirklich so spezifizieren, dass wir eine Spezifikation haben, was kann die Firewall eigentlich, um dann darauf was Sinnvolles zu machen. Ja. Genau. Hier das Minus, wir schreiben ein Tool, um Regelsätze zu verifizieren und verifizieren den Verifier. Gut, letztes Mal haben wir fast hier aufgehört. Wir haben angefangen, diese Match-Expressions zu formalisieren und wollen das eben, sollte eigentlich jeder lesen können, der Haskell kann, generisch gemacht, hier slash /a, wir nennen es ein Primitiv, soll eines dieser Features sein, auf das IP-Tables matchen kann. Und eben mehr oder weniger alle, also IP-Adressen, Protokolle, lustige Einträge in irgendwelchen Recent-Listen, lustige ICMP-Fehlercodes, einfach alles, worauf man matchen kann. Wir halten es mal generisch. Haben den Syntax von so einer Match-Expression aufgeschrieben, eigentlich nur eine logische Form, wir können auch so ein Primitiv matchen. Das matcht alles, entspricht im Prinzip true. Wir können ein not machen und wir können ein and machen. Ja, warum haben wir denn kein oder da drinnen? Warum lassen wir das aus? Hat jemand eine Idee? Gibt eine theoretische und eine praktische Antwort? Weil man es mit den anderen Operatoren auch darstellen kann. Genau, sehr gut. Ein oder können wir eigentlich mit den anderen, mit und not zusammen darstellen. Praktische Antwort? Man muss weniger verifizieren. Das ist eine theoretisch-praktische Antwort aus dem Off, danke sehr. IP-Table kann nicht, oder? Genau, IP-Tables kann kein oder, wenn wir uns so die IP-Tables, so, wie komme ich wieder auf Fullscreen? Alt-Tab. Alt-Tab, oh, fancy. Wo bist du hin? In einer Shell, wenn wir irgendwas in IP-Tables eintippen wollen, was weiß ich, wir suchen die Chain raus, wo das hin soll, ich bin eh kein Ort, passiert nichts, Lars, keine Sorge. Jetzt kann man irgendwie so Sachen eingeben wie, ich matche auf das Protokoll TCP, auf die Source IP 8888 und so etwas, aber ich spezifiziere es als Command-Line-Options und das ist alles ein, ich hoffe, man kann es lesen, ein logisches Und dazwischen, ich kann kein Oder eintippen in IP-Tables, also ich bin nicht root, also auch ein sehr praktischer Grund, warum wir erstmal kein Oder haben, aber natürlich kann man damit alles ausdrücken. Dann haben wir dem Ganzen eine Semantik gegeben. Matchen kann man natürlich nur auf ein Paket, das heißt, die Semantik braucht wirklich ein Paket. Lassen wir das Paket auch mal generisch, dass man da jeden beliebigen Datentyp reinschreiben kann. Die ganze Logik, wie dieses Matching funktioniert, highlighten wir mal die Magic. Die Magic ist der erste Parameter. Wir nennen das den Primitive Matcher. Eine Funktion an sich, man übergibt dem so ein Primitive, Source IP Address Protokoll oder irgendwas, das Paket. Und der Primitive Matcher soll eben sagen, ob das jetzt matcht. Und was wir eben hier in dieser Matching-Semantik außenrum gebaut haben, ist eigentlich nur
Algebra über die Match Expressions außenrum. Wir können auf dem Primitive matchen. Match any is true. Das not entspricht eben dem logischen nicht. Das logische und ist dieses and. Ja, und warum wir das so generisch halten, Gamma, diesen primitiven Matcher, ist eben, wenn wir dann Sachen formalisieren, können wir sagen, naja, für alle Gamma. Und was bedeutet für alle Gamma? Für alle Gamma ist für alle Primitive Matcher, bedeutet eben, ja, für alle Features, auf die IP-Tables matchen kann, die man sich nur vorstellen kann. Auch die vom Future Release, wo wir noch gar nicht wissen, dass sie existieren werden. Also ziemlich praktisch, diese Formalisierung. Jetzt würde ich gerne ein Beispiel machen, zum Oder, um hier so ein bisschen Leute an dieser Welle anzufixen. Mal schauen nach. Malen wir einfach mal hier rein. Also, wir wollten sagen, oder kann man irgendwie auch ausdrücken. Definieren wir mal so ein Oder. Es hat einen Typ. Oder ist quasi ein Konstruktor. Man nimmt zwei Match-Expressions, das soll wieder eine Match-Expression werden. Ich nenne es mal Brian, wahrscheinlich haben wir es schon definiert. In welcher Sprache bist du in Bool? Oder in SML? Aber der SML hätte nur einen Doppelpunkt, oder? Auf Isabel Top Level, wie nennt man diese Sprache? Isa die wahrscheinlich. Heißt Isa, naja. Okay. Aber das ist also praktisch zwei Bool für die Abstraktionssprache. Warum sind Typdefinitionen an ein String? Das ist kein String. Oh, es sieht aus wie ein String. Es sind Anführungszeichen, aber es ist kein String. Du kannst dir das vorstellen als Darstellung, dass jetzt hier zwischen zwei verschiedenen Syntaxen umgeschaltet wird. Das, was nicht in Anführungszeichen ist, ist die Autosyntax, wo du irgendwie so Kommandos hinschreibst, und das Innere ist etwas, was dann halt von der Logik irgendwie interpretiert wird. Also das Innere drin ist tatsächlich Older, oder? Das ist jetzt die Whole-Typsprache und da drin ist halt die Whole-Termsprache, also in anderen Fall also die Whole-Termsprache. Für den Vortrag sozusagen versuchen, das zu ignorieren, also alle Codes und so ignorieren und nur sich das auf sich wirken lassen und ein bisschen so SQL-logisch gedanklich sozusagen. Genau, die Details sehen wir dann auch. Ja, wie würden wir jetzt dieses Oder implementieren? Oder aus zwei Match-Expressions, M1, M2. Wir wissen ja, not und and sind vollständig, es gibt die Morgenruhe. Wie würden wir dieses Oder aufschreiben, logisch? Das ist so logisch. Not, match, and, von. Match, not. Das Keyboard von. Match, match, von. And. Not. Match, not von M1. Und dann ein Not von M2, sehr schön. Jetzt haben wir jetzt quasi so ein Oder definiert. Jetzt wollen wir auch wissen, ob das stimmt. Nicht. Das soll ja halt, weil wir genial sind. Weil wir genial sind, können wir das auch beweisen, dass wir genial sind. Also, wir wollen jetzt wissen, dass dieses Matches für beliebiges Gamma M1 und M2 genau dann gilt. Matches. Mit der Semantik, die wir es eben vorhin auf der Folie gesehen haben, von M1 für beliebiges Paket oder Gamma M. So, wenn wir das beweisen können, wissen wir, dass wir oder richtig implementiert haben. Stimmt mir da jeder zu? Sollte da nicht M2 stehen beim zweiten Matches? Danke sehr, ist ja viel besser, wenn man es richtig macht. Okay, ja, müssen wir beweisen. Ich mache jetzt einfach mal die Magic an. Dann schreiben wir das End noch richtig. Bewiesen. Okay. Ende der Magic. Also, ich sage ja, wir machen nur Anwendung. Damit haben wir uns ein Oder implementiert und haben so haben wir es aufgeschrieben. Das heißt es semantisch. Yay! Also wir haben auch ein Oder in unserer Logik. Falsches Ding. Gut. So, damit haben wir Match Expressions, mit denen man quasi beliebige Boolsche Formeln ausdrücken kann. Dann wollen wir zum nächsten Teil. Jetzt wollen wir endlich mal wirklich die IP-Tables Firewall als Ganzes formalisieren. Dafür habe ich eine Folie. So, kann man hier irgendetwas lesen auf dieser Folie? Es gibt natürlich auch noch die Folie mit Pony, aber ohne Pony kann man mehr erkennen.
schauen wir uns mal an, was diese ganzen Regeln bedeuten. Also an sich, das sind logische Inferenzringe, die haben alle einen Namen, wie Skip, Accept, Drop. Kann sich schon vorstellen, Accept und Drop sind wohl die Regeln für Accept und Drop Actions in IP-Tables. Und was das hier unten ist, schauen wir mal gleich an. Welche Art von Semantik ist das? Big Step Semantik. Big Step bedeutet, ich glaube, ich erkläre es hier am besten, das ist der Syntax, wie wir sie aufschreiben, und jetzt lesen wir erstmal, was das bedeuten soll. Wir haben hier das Paket, das die Firewall sich anschaut. Wir haben hier wieder diesen Primitive Matcher, quasi dieses magisches Orakel, das alle möglichen Features, auf das IP-Table matchen kann, encodiert hat. RS soll das Ruleset sein, eine Liste von Regeln, die die Firewall abarbeitet. S ist der Starting State. Ich benutze hier meistens dieses schöne Fragezeichen, was bedeutet, die Firewall hat noch keine Entscheidung getroffen. Und T ist der Endstate, ist meistens, die Firewall akzeptiert das Paket oder schmeißt es weg. Dem Big Step Semantik ist, wir schauen uns, am Ende hat man eben quasi diesen Ausdruck und der bedeutet, für ein gegebenes Regelsatz, angefangen im Status, meistens die Firewall hat sich noch nicht entschieden, enden wir für ein gewisses Paket in irgendeinem Endzustand, meistens Paket akzeptieren oder wegwerfen. Also Big Step im Sinn von alles auf einmal. So, die Symbole sind einfach nur definiert. Die sind jetzt einfach so. So als Symbole, was sie bedeuten. Also genau. Also das ist die Dekoration, die du dir ausgedacht hast. Ja, so cool aussieht. Genau. Man hätte es genauso gut auch alle fünfstellige Funktionen hinschreiben können. Das wäre so jetzt ein Tupel mit fünf. Ja, aber man macht das halt wie die Mathematik, man führt halt lustig Syntax ein, wie es einem gerade passt. Also dieser lustige Syntax, zumindest ein bisschen durchdacht, ist das eher, aber, erklären, warum die Syntax aber ist nicht von mir so durchdacht. Ich kann auch nur so mutmaßen, ich habe es eigentlich von der Simple-Sprache von Herrn Schlimmer geklaut. Ist alles, was links von dem Turnstile steht, sind quasi die Konstanten, die werden sich nie ändern. Firewall, wir schauen nur die Filter-Table an, währenddessen ändert sich auch das Paket nicht. Man darf keinen NAT machen, man darf das Paket nicht rewriten, nur die Filter-Table. Und alles rechts davon ist eben, ja, wenn man eine Programmsemantik hinschreiben würde, würde man hier sein Programm haben. Und dann hat man quasi Programm plus Start-State wird final zu End-State. So kann man das lesen. Oder hier Firewall plus Start-State wird final zu End-State. Und hier links stehen die Konstanten. Das ist quasi einmal eine große Rechtsklammer um alles. Dann ist das quasi ein Environment. Ja. Ja. Das mit einer wahnsinnig schwachen Bindungsstärke, ne? Ja. Wie das Dollar eigentlich ist. Ja, ist das Drehkreuz. Ja, dann probieren wir mal diese Regeln zu lesen. Ich muss mir mal die Zeit rauslegen. Wir wollen natürlich heute Makarios diesmal wirklich TM noch hören. Also diese Regeln, wie lesen sich die Regeln mit dieser Linie, bedeutet, alles über der Linie ist die Precondition, alles hinter unter der Linie ist die Conclusion. Hier haben wir keine Precondition, das heißt, diese Regel gilt einfach, wird auch manchmal Axiom bezeichnet. Und schauen wir mal die Conclusion an. Was besagt diese Regel? Ja, du lachst, nicht besonders schwer, aber irgendwie muss man sein Zeug ja bootstrappen. Was sagt die? Wir haben gesagt, links vom Turnstile Fix, Features, Paket. Jetzt schaut die Firewall sich die leere Liste, den leeren Regelsatz an. Was macht sie damit? Naja, nichts. Startstate und Endstate sind gleich. Das ist kein kaputtes Unicode, sondern die Listen. Genau, da ist, man sieht diese Pitze, die hier noch, also wenn man ganz nah rankommt, dazwischen leere Liste. Ja, okay. Ja. Ich hoffe, da stimmt mir jeder zu, dass das ein Verhalten von einer Firewall ist. Für eine leere Liste tut sie gar nichts. Ziemlich trivial, aber man muss halt sein Zeug bootstrappen. Nächste Regel. Wir haben hier diesmal die Firewall, die sich eine Regel anschaut, die genau, weil der gesamte Firewall-Regelsatz ist nur eine einzige Regel. Es ist eine... Moment. Es ist eine Accept-Regel. Was wir hier davor geschrieben haben, in diesem Tupel M soll die Match-Condition sein. Wir haben ja davor die Semantik definiert und wir nehmen jetzt an, es ist nicht nur eine Firewall mit einer Regel, sondern diese Regel matcht auch. Jetzt wird die Firewall ja gar nichts machen. Regel ist Accept. Was wird die Firewall tun? Erstmal gehen wir noch mehr oder weniger an, sie hat sich noch nicht entschieden. Hätte die Firewall schon eine Entscheidung, wird sie die nicht mehr ändern.
Ja, dann wird sie das Paket akzeptieren. Wir haben ja die Regel Firewall mit nur einer Regel. Wenn diese eine Regel matcht und wir noch keine Entscheidung haben, akzeptieren wir das Paket. Ich glaube, da stimmen wir auch zu, dass das eine Firewall tut. So, im Vortrag würden jetzt die komplizierteren Regeln kommen. Ich würde da jetzt gerne die Zeit noch nehmen, da wir sie haben. Ich würde eine kompliziertere sehen, ich bin noch nicht ganz so gestiegen. So. Ein Schritt komplizierter noch. Ich ein Schritt, die, genau. Danke, dass du sie die Trivialbeispiele nimmst. Wir können uns jetzt hier eine aussuchen. Ich hoffe, man kann es lesen. Skip haben wir gesehen, Accept haben wir gesehen. Drop-Regel, genau das gleiche, aber wenn die Action Drop ist, dann schmeißt man weg. Darf ich eine Slide für? Schauen wir gleich an. Reject macht genau das gleiche wie Drop. Fürs Filterverhalten kein Unterschied. Matches war von vorher quasi auf der rechten Seite, oder? Die wir hatten vorher quasi unsere eigene Sprache Semantik zugewiesen. Also das war okay, Matches. Das ist die linke Seite oder die rechte Seite. Das ist die. Weil links ist ja quasi die eigene Sprache und rechts ist ja die Semantik davon. Wir können uns das als Funktion vorstellen, also oder hier als die Definition. Matches von dem bedeutet das genau quasi, das. Okay, das ist quasi ein Pattern Matching. Genau, ich kann es dir in Isabel aufmachen. Das ist quasi auf einer Ebene. Dann kann ich hier schön Control-Click machen und wir sehen, dass hier ein Kommentar ist, das ist an der Stelle tatsächlich nicht wichtig, aber so sieht es in dieser Welt auch genauso wie auf der Folie. Also, ja, wir können sagen, das ist eine Funktion. Okay, aber halt auf der Logik-Ebene. Genau, da wir hier eben unsere Logik-Operatoren haben und hier eben diese fancy Funktionsanwendung, die eben sagt, ob dieses Primitiv matcht. Das heißt, man könnte es jetzt nicht direkt ausführen, beziehungsweise nur ausführen, wenn man diese Funktion definiert hätte. Wer schon mal Man-IP-Tables-Extensions geöffnet hat, weiß, dass das gar nicht so einfach ist. Im Prinzip hast du hier drei Schichten. Der Semantik. Das ist die unterste Schicht ist dieser primitive Matcher. Der muss vom Benutzer, der muss irgendwann vom Benutzer gegeben werden. Dann hast du diese Matches-Funktion, die aus diesen komplizierten Mesh-Ausdrücken das in eine Form Bool umwandelt. Und dann nimmst du das und baust die Semantik. Also diese Semantik, die wir vorher gesehen haben, von der gesamten Firewall. Ist das Ergebnis von Matches dann wieder Häkchen im Kreis? Nee, das Ergebnis von Matches ist einfach so ein Bool. Okay. Und weil die Firewall weiß immer hundertprozentig, ob ein Paket matcht oder nicht. Du weißt allerdings nicht immer sofort, ob mit dem Paket irgendwas passieren soll dann dadurch. Mhm. Und wenn wir auf die nächste Folie nochmal gehen. Wann darf ich eine Regel jetzt anwenden, wenn oben True rauskommt? Okay, gut, das war der Schritt, der mir noch gefehlt hat. Man könnte sagen, dass hier noch mehr oder weniger implizite Vorbedingungen sind, nämlich du kannst das hier nur anwenden, wenn dein aktueller Starting State eben also noch unentschlossen ist. Das heißt, man könnte die Regel auch so umschreiben, dass man hier ein beliebiges S hat und über den Schritt, über die Precondition zieht und sagt, nee, S ist gleich undecided, wäre gleich. Es wäre falsch, aber S ist undecided, oder ist es gleich? Nee, S ist undecided ist sehr konkret. Also es wäre dann falsch für alle S zu sein, anstatt S ist undecided. Das ist der 3 Werte Firewall. Genau. Praktisch 3. Wir haben quasi jetzt Firewall akzeptiert ist, die Firewall droppt ist und die Firewall weiß noch nicht, was damit zu tun ist. Die Firewall weiß nicht, was damit zu tun ist, sollte normalerweise nie als Ergebnis rauskommen. Natürlich kann man auch so ein bisschen komische Regeln reinfüttern, bei denen es keine Default-Policy gibt, dann ist man am Ende undecided. Aber P-Tables hat immer eine Default-Policy, das heißt am Ende ist es immer Drop oder Accept. Ja. Leicht kompliziertere Regeln ist zum Beispiel diese No-Match-Regel. Wenn eine Regel nicht matcht, wir schauen hier eine Firewall an, die genau aus einer Regel besteht, für beliebige Action, hier kann man dann wieder sagen, also hier kann man wirklich sagen, für alle Actions, dann macht die Firewall gar nichts. Wir haben die Position-Regel genannt. Wenn wir hier in einem Zustand sind, der nicht undecided ist, also entweder wir haben eine Drop-Entscheidung oder eine Accept-Entscheidung, dann wird die Firewall diese Entscheidung nie mehr ändern. Tut die Firewall auch einmal Paket accepted oder gedroppt, dann ist es raus oder im System. Jetzt, so mittelkompliziert ist die Sequence-Regel, wenn wir jetzt eine Firewall anschauen. Alles über dieser Grenze war immer nur eine Firewall mit genau einer Regel. Recht langweilig.
jetzt wollen wir es kombinieren. Wir wollen jetzt eine Firewall anschauen, die besteht, das hier soll die Listenkonkatenation sein, einem ersten Teil einer Liste und einem zweiten Teil einer Liste. Und die Firewall hat noch keine Entscheidung. Ja, was passiert da? Die Firewall schaut sich den ersten Teil der Liste an, kommt zu irgendeiner Entscheidung T, die auch undecided sein kann oder ein Drop oder Accept. Dann macht sie weiter mit dem zweiten Teil der Liste in diesem Zustand T, endet in irgendeinem Zustand T Prime. Und das ist dann der Endzustand, nachdem sie beide Teile der Liste abgearbeitet hat. So können wir jetzt also Firewall-Regelsätze beliebiger Länge bauen. Hier ist noch so eine Regel, wenn die Firewall, wenn es eine Lock-Action ist, dann passiert gar nichts in Bezug auf Paketfiltern. Es gibt noch die Empty-Action, falls hier jemand IP-Tables kennt. Warum macht man Regeln ohne irgendeine Action? Ja, so ein praktischer Grund. Ja, eine Idee? Ja, um zu verhindern, dass irgendeine andere Regel auflegt. Also wenn man zu faul ist, quasi eine End-Not zu schreiben, kann man halt eine Regel mit höherer Priorität machen, die darauf Menschen nichts sind. Ja, aber sie tut ja nichts, die Regel. Ja, aber sie verhindert, dass die anderen dann auch ausgeführt werden. Also alle, die danach kommen, werden dann genauso ausgeführt. Echt? Ja, die Firewall geht einfach weiter, wenn sie nicht irgendeine finale Entscheidung hat. Nee, so eine Regel ohne Action nimmt man einfach als Hacky-Paket-Counter, um zu schauen, ob irgendeine Match-Condition matchen würde, zum Beispiel. So Regeln kriegen immer Paket- und Byte-Counter. Wenn man IP-Tables minus L minus V aufruft, sieht man diese Byte-Counter. Also ist auch gültig, so etwas ohne komplett irgendeine Regel zu haben, ist dann zum Debugging. Ja, Call-Return. In IP-Tables kann man sich so User-Defined Chains definieren, wie wir ganz am Anfang gesehen haben, da hinspringen und auch wieder zurück returnen davon. Ziemlich beliebig. Die will ich nochmal anschauen, dafür habe ich eine Folie. Und jetzt können wir vielleicht doch anschauen, was diese Call Result bedeutet. Also, wir haben eine Firewall, wieder nur mit einer Regel. Wir haben gesehen, wir können dann am Schluss alles zusammensetzen. Die Regel hat eine Match Condition und das matcht, sonst würden wir einfach drüber springen. Wir haben noch keine Entscheidung, sonst wären wir hier schon fertig. Jetzt ist diese Action hier, dass wir irgendein in eine User-Defined Chain springen wollen. Was machen wir da? Wir haben hier einen Background-Regelsatz, was man hier so halb erkennen kann. Das ist quasi, ja, wir können sagen, es ist eine Map oder eine Funktion von dem Namen der User-Defined Chains auf die wirklichen Regeln. Also Beispiel ganz am Anfang. Also hier zum Beispiel Chain heißt DOS-Protect und die Regeln sind alles das, was hier steht. Also so ein Mapping haben wir eben mit allen User-Defined Chains im Background. Animation. So. Ja, was machen wir? Wir machen eben einen Lookup in diese Tabelle, Map-Funktion, was auch immer, und holen uns die Regeln raus nach dem Namen und dann arbeiten wir einfach die User-Defined Chain ab, kommen eventuell zu einem Ergebnis T, und das ist dann auch das Ergebnis vom Aufruf in diese User-Defined Chain. Ich jetzt mal kurz um Feedback bitten, wer konnte denn noch folgen? Ah, okay, cool, sehr cool. Dann will ich zu der letzten Regel gehen, die sagt irgendetwas sehr Kompliziertes über Return. Hier ist sie in größer. Also, wir wissen im Programmiersprachen, wenn man irgendwo hinspringt in Funktionen und dann return, das kann ein bisschen kompliziert werden. Also, ich sag mal das Gute, was man schon mal hier sieht, ohne dass man es versteht. Wir haben keinen Call-Stack. Wir können Call und Return schön ausdrücken, ohne irgendeinen komplizierten Call-Stack tracken zu müssen, was eine sehr schöne Eigenschaft ist. Jetzt probieren wir mal diese Regel zu lesen. Ja, für alle Regeln von Firewalls, die nur aus einer Regel bestehen, fangen wir damit an. Die Match-Condition von der Regel matcht wirklich, sonst könnten wir sie ja direkt überspringen. Dann der interessante Teil. Wir callen in eine User-Defined Chain mit dem Namen C. Da machen wir ein Lookup nach dem Namen C und kriegen die Regeln raus. Und das sind jetzt nicht beliebige Regeln. Die Regeln sehen so aus. Wir haben am Anfang eine beliebige Liste an Regeln. Dann kommt eine Regel mit einer Return-Action, Match-Condition and Prime. Und dann können noch weitere beliebige Regeln folgen. Hier, rein syntaktisch ganz genau genommen, nein, weil das hier die Listenkonkatenation von Listen ist, während das hier nur ein Listenelement ist und das soll der Cons-Operator sein. Ah, ja. Ganz klar. Wie rum findet der dann?
Also wir haben einen Regelsatz, ihr macht irgendetwas, dann steht eine Return-Regel da und dann gibt es wieder irgendetwas. Nächste Vorbedingung. Wir können diesen ersten Teil vom Regelsatz einfach so abarbeiten und kommen zu keinem Ergebnis. Also wir überspringen ihn quasi. Dann kommt diese Return-Regel und sie matcht auch wirklich. Okay, was haben wir bis jetzt gemacht? Wir sind in eine User-Defined Chain gesprungen, haben einen Teil ohne Ergebnis abgearbeitet und sind jetzt bei einer Return-Regel, die matcht. Was machen wir? Wir springen zurück und haben kein Ergebnis. That's it. Wer konnte folgen? Wenn kein Return am Ende kommt, dann wird einfach abgebrochen, weil das ist einfach Ende. Wenn kein Return am Ende kommt, hat man mehr oder weniger so ein implizites Return, dass man dahin kam, wo aufgerufen wurde. Das habt ihr das schon abgebildet? Das ist nur die Call-Result-Regel. Genau, das ist hier drinnen. Oh, zurück. In der Call-Result-Regel. Wenn man bei einem beliebigen Endzustand T, der auch undecided sein kann, aufhört, dann ist das Ganze eben ein zu diesem Endzustand. Das heißt, wenn ich was komplett abarbeite ohne Return, immer noch undecided bin, ist der ganze Call in diese Chain auch undecided. Und es gibt keinen Durchbruch zwischen beiden Regeln, weil Return sonst einfach niemals matchen würde, ne? Also auf keine anderen Regeln. Genau, Return kann niemals irgendwo matchen. Ja. Return darf auch in IP-Tables nicht auf Top-Level auftauchen. Jetzt muss der Erste schreien, nein, ich habe aber die Main-Page gelesen. Dann ist die Frage, was ist Top-Level? Man darf in IP-Tables auf Top-Level returnen, dann wird die Default-Policy angewandt. Das bedeutet praktisch, man hat noch so ein Meta-Top-Level, was nichts anderes ist als, wir callen in die Chain rein, die wir machen, und danach folgt immer die statische Regel-Default-Policy. Das ist quasi das, was es macht. Das sind quasi diese zwei hart gecodeten Regeln. Wir callen in die Chain rein, die wir anschauen wollen, zum Beispiel forward und dann hard gecodet. Und ja, da ist kein Return drin. Ja. Noch eine Frage bei der SEC-Regel. Es wäre kein Fehler, statt dem Fragezeichen einen beliebigen anderen Zustand zuzulassen, oder? Ja. Okay. Warum so speziell? Macht das Ganze ein bisschen einfacher. Macht es ein bisschen schöner, damit zu arbeiten, denn diese ganzen Regeln wenden jetzt nur an, wenn man wirklich noch was zu tun hat. Ansonsten, wenn man eine Entscheidung hat, macht man die Decision-Regel und ist immer fertig. Also im Endeffekt beult man hat eine Liste und die beult man runter auf die SEC-Regel. Okay. Man hat eigentlich nur die SEC-Regel, die man auf eine Liste anbauen kann, oder? Okay, genau. Wenn ich mehr als ein Element habe, dann ja. Oder die Decision-Regel, das gilt ja für alle Dinge. Und dann hat man nur noch ein Element, der Rest der Regel geht nur noch auf ein einzelnes Element. Ja, also du kannst diese SEC-Regel auch haben, um deine Liste beliebig zu splitten. Also du kannst die Semantik anwenden, wie du möchtest. Im Endeffekt gehen ja dann nur noch, im Endeffekt sind ja alle, die was tun, eine Element-Regel, oder? Genau, du kannst die beliebig splitten, du kannst die Firewall von vorne Regel für Regel arbeiten, abarbeiten. Du kannst auch sagen, ich kann in die Zukunft schauen und arbeite erstmal den hinteren Teil ab und mach den Anfang später, ja, ist ja wenn du in die Zukunft schauen kannst. Also das gibt jetzt die Semantik nicht vor. Was uns aber zu der Frage bringt, ist diese Semantik deterministisch? Also egal, was wir machen, welche Regeln wir anwenden, egal, wie rum wir diese SEC-Regeln zum Beispiel anwenden, kommen wir immer zum gleichen Ergebnis. Man kommt ja auch immer nur zu einem Ergebnis. Das ist konsistent, ist auch eine Frage, oder? Also, ich habe hier mal was vorbereitet. Unabhängig vom User. Das Ergebnis ist fest. Du kannst zwar verschiedene Wege haben, aber am Ende kommt ein Ergebnis raus. Ja. Komplett unabhängig von einer Gamma. Ja. Genau, also ich habe hier mal ein Theorem aufgemacht. Man sieht das noch nicht ganz. Deswegen mache ich mal einen Umdruck. Da ist es. Was sagt es? Eben diese blauen Sachen, man könnte sich vorstellen, das heißt für alle. Wir haben keine Constraints, also für alle diese Dinger. Das hat man vorher nicht in der Semantik gesehen. Das ist der Background-Regelsatz, also die User-Defined Chains. Die sind jetzt auch als Konstante dahingeschrieben. Die Folien raus, dass es ein bisschen schöner aussieht. Aber sonst genau das, was wir auf den Folien gesehen haben. Also wir nehmen an, dass wir hier gleicher Background-Regelsatz, gleiche Features, gleiches Paket zweimal, gleicher Regelsatz und die Firewall arbeitet den jetzt quasi zweimal ab. Wir fangen im gleichen Startzustand S an, aber einmal endet sie im Startzustand T und einmal endet sie im Zustand, das ist eben für alle von diesen Dingern. Ja, was folgt daraus? Wir haben gesagt,
ja, egal was die Firewall tut, sie sollte immer zum gleichen Ergebnis kommen und egal, wie rum man die Regeln anwendet, sollte das Gleiche rauskommen. Und genau das sagt dieses Theorem. T ist gleich T prime. Egal, was für Dinge man reinsetzt, egal, wie man anfängt, egal, wie man die Regeln anwendet, diese Semantik ist deterministisch, wir kommen immer zum gleichen Ergebnis. Was den sehr schönen Effekt hat, wenn ich mir als Nutzer wirklich diese Regeln anschaue und mich davon überzeugen will, ist das wirklich das Verhalten von einer Firewall? Es reicht, wenn ich jede Regel mehr oder weniger in Isolation betrachte. Das Theorem hat gerade gezeigt, egal wie ich sie dann zusammensetzen werde, es kommt immer das Gleiche raus. Das heißt, wenn wir jetzt 11-mal durchgehen, macht das eine Firewall? Ja. Macht das eine Firewall? Ja. Kommen wir am Ende zum Schluss. Das ist genau das, was eine Firewall macht. Das heißt, wir können auf einer Slide genau ausdrücken, so arbeitet eine Firewall. Ziemlich präzise, ziemlich genau, finde ich eine ziemlich schöne Formalisierung. Auf die Zeit schauen. Ja, jetzt ist die Frage, was macht man mit diesem Zeug? Wir haben jetzt ein Modell gebaut. Das Theorem, was du Isabel gezeigt hast, konnte das Isabel von selbst finden? Nee. Das waren ein paar Monate. Alles klar. Okay. Ein paar Monate. Aber wäre es nicht einfacher gewesen, den Split von der Liste in der Definition nur über das erste Element zu machen? Das wäre dann aber nicht so schön gewesen. Ja, aber und du kannst ja die andere Regel kannst ja davon ableiten. Und ich vermute, dass es so rum einfacher ist. Der Knackpunkt ist diese Call-Return-Regel hier, dass man eben beliebiges Zeug haben kann, dann Return und dann beliebiges. Alles, was versuchen würde, das einfacher zu machen, würde am Ende dafür sorgen, dass man die Call-Return-Regel nicht mehr so schön aufschreiben kann. Beziehungsweise ohne man explizit sich den Calls nicht irgendwo merken müsste. Genau. Wir haben die Semantik danach designt, dass sie wirklich wunderschön zum Aufschreiben und zum Präsentieren ist. Darauf arbeiten ist so ein bisschen mäh, aber zum Glück können wir eine äquivalente Semantik beweisen, auf der man leichter arbeiten kann. Das machen wir dann auch intern. Das war ein paar Monate Arbeit. Ja. Dann im Endeffekt. Wir sind jetzt bei der großen Frage, warum haben wir dieses Zeug? Jetzt kommen wir zum zweiten Teil vom Vortrag. Sachen, die man damit machen kann. Erstmal, wir haben solches Zeug bewiesen. Was ist das für ein Zeug? Wir haben jetzt Determinismus gezeigt, also dass jeder aus dem vereinfachen kann, auch das Ergebnis ist dann immer gleich, wenn es Zeit ist, gäbe. Aber haben wir auch Terminierung? Dass, wenn ich anfange, blind Regeln anzuwenden, dass ich irgendwann... Terminierung von der Semantik? Ja. Die terminiert nicht, wenn du blöd Regeln anwendest. Okay. Du könntest immer die Seg-Regeln anwenden und sagen, der erste Teil ist die Skip-Regel, die Empty-List. Das kannst du beliebig machen. Richtig. Ja. Okay. Das ist ja hier relational. Genau. Wir haben solches Zeug gezeigt. Hier irgendwie die Semantik, also das macht die Firewall, genau dann, wenn die Firewall das macht. Sieht irgendwie ziemlich gleich aus. Wo ist der Unterschied? Der Unterschied ist dieses F. Warte trinken, Typinferenz anlaufen lassen, was ist das F? Das einzig Typkorrekte muss sein, dass es eine Funktion von so einem Regelset oder Regelliste ist, wieder auf eine Regelliste. Nimmt also einen Regelsatz und gibt einen neuen Regelsatz zurück. Und was ist jetzt die schöne Eigenschaft von diesem Zeug, was wir bewiesen haben, diese Funktion ändert das Verhalten der Firewall nicht. Das heißt, f könnte jetzt eine Funktion sein, die macht den Regelsatz von eurer Firewall irgendwie effizienter und schneller und man könnte ihn absolut safe anwenden, er würde das Verhalten der Firewall nicht ändern. Mal so ein paar Beispiele, ganz einfach, wir können alle Logging-Regeln entfernen, tun nichts zur Sache fürs Filterverhalten. Trivial, wir können alle User-Defined Chains einfach so unfolden und am Ende landen wir nur noch mit einer langen landen wir bei einer langen Liste von Regeln, in der man nicht mehr hin und her springt. Das Ganze funktioniert übrigens nur, weil der Linux-Kernel einen internen Loop-Checker hat und so das Ganze wirklich irgendwann terminieren muss. Wir setzen es einfach mal voraus, dass das irgendwann terminiert. Ansonsten wird der Linux-Kernel ablehnen, das Regelset, oder es würde ein Paket geben, das man an die entsprechende Box schickt und die Box würde sich aufhängen und für immer loopen. Also passiert meistens nicht, zumindest nicht im Netfitters-Deck. Crash wegen was anderem die Box meistens. Also ja, wir können das Ganze unfolden. Dann können wir irgendwie diese Match-Expression normalisieren. Also man kann sich vorstellen, wenn man das unfoldet, alle Match-Expressions zusammenschmeißt, dass die sehr kompliziert aussehen. Am Ende sehen sie wieder so halbwegs normal aus. Was man dann hat, man hat einen beliebigen IP-Tables-Regelsatz eingelesen und hat als Ausgabe einen Regelsatz mit nicht zu komplexen Match-Expressions.
Als einzige Actions, die übrig bleiben, sind es Accept und Drop Actions. Man kann linear durchgehen durch den Regelsatz, es wird nicht mehr hin und her gesprungen. Das heißt, man kann einen beliebigen Regelsatz sehr stark vereinfachen, dass es nur noch eine Liste von Accept- oder Drop-Regeln sind. Sehr schön, das Ganze zu machen, um damit dann weiterzuarbeiten. Wir haben noch mehr gemacht. Hier sehen wir eine schöne Formel. Was sagt? Was haben wir in der Mitte? In der Mitte haben wir wieder unsere Semantik. Und diesmal sagen wir, wir haben eine Menge von Paketen. Ja, was sollen diese Pakete sein? Alle Pakete, die die Firewall akzeptiert. Ich hoffe, man kann sehen hier in der Mitte die Menge aller Pakete, die von der Firewall akzeptiert werden. Kann man so spezifizieren. Wir haben gerade zugestimmt, das ist ein gutes Verhalten von der Firewall. Schön, wir haben jetzt definiert, das ist die Menge aller Pakete, die die Firewall akzeptiert. Was kann man damit machen? Ja, wir haben gesehen, die Semantik ist nicht wirklich ausführbar. Man hat dieses beliebige Gamma noch drin. Das ist eine schöne Definition, die so in der Luft hängt. Wir wollen jetzt was Richtiges damit machen. Wir haben diese Sachen außenrum geschrieben. Und ich nenne das jetzt einfach mal eine approximierende Firewall. Und das ist eine ausführbare Funktion. Und irgendwie, damit das wirklich ausführbar wird und für solche beliebige Gammas arbeiten kann, muss man sich entscheiden. Also man wird nicht dieses Verhalten perfekt nachbilden können, wenn man nicht das magische Orakel ist, das eben alles kennt, was IP-Tables kennt und in Zukunft kennen wird an Match-Conditions. Und da kommen hin und wieder mal welche dazu. Also das wird man nicht machen können. Deswegen müssen wir ein bisschen approximieren. Und wir haben jetzt eine Überapproximierung und eine Unterapproximierung. Man sieht es an der Menge an Paketen, die akzeptiert werden. Die Unterapproximierung ist strikter, also probiert ungefähr genau das zu machen, was die Firewall in Realität tut, aber wenn sie irgendeine Match-Condition erwischt, die sie einfach nicht kennt, naja, dann handelt sie halt strikter und wird im Zweifel das Paket verwerfen. Also ich könnte meinen IP-Tables-Regelsatz jetzt einfach durch so einen Regelsatz austauschen und hätte kein Security-Problem. Ich hätte vielleicht als Admin das Problem, dass ein wütender Mob mit Fackeln und Mistgabeln dasteht, weil die Firewall plötzlich Pakete von jemandem droppt, die wichtig waren, aber auf jeden Fall kein Security-Problem. Genau das Gegenteil haben wir hier. Wir haben eine Überapproximierung. Also die Firewall wird natürlich auch wieder genau die gleichen Pakete zu akzeptieren. Aber wenn sie was nicht weiß, wird sie es im Zweifel durchlassen. Vorteil für einen Admin, kein wütender Mob mit Mistgabeln und Fackeln. Nachteil, das lässt halt ein bisschen mehr durch. Könnte ein Security-Problem sein. Aber das ist wirklich dann eher in der Realität sehr praktisch. Angenommen, jemand dost die Firewall und wegen irgendeinem schlecht geschriebenen Regelsatz oder schlechten Contract oder zu wenig RAM geht die einfach down und man muss sein System am Laufen halten. Man könnte jetzt ein Hot Replacement zu dem Ding machen. Es garantiert, dass alle Pakete, die vorher durchgingen, immer noch durchgehen. Muss man nur ein bisschen aufpassen mit Security. Und es transformiert dann auch die aktuellen Regeln nach schöner, oder ist es noch gleich mit drin? Das tut es. Ich kann gleich ein Beispiel zeigen. Wollen wir ein Beispiel machen? Die Approx per Firewall Permissive habt ihr quasi schon geschrieben. Genau, ich habe jetzt dafür leider keine Folien und der reale Vortrag wird in ein paar Monaten in der Zukunft sein. Paper wurde gerade erst akzeptiert. Theory sind natürlich Online-Tool, tut schon lange. Ich mache hier mal die Shell auf der ich arbeiten darf. Ich habe das Tool vorhin mal kurz aufgerufen und mit Temp laufen lassen. Wir haben hier so ein 4.000-5.000 Regel. Das ist Control Plus. Control Plus. So, wir haben hier so, das ist das, was das Haskell-Tool geparst hat. Wir sehen hier schon ganz viele geile, erstmal Chain Definition, hier kommen diese ganzen Regeln. Hat jemand quasi gepasst, hat das hier, das, alles super geil, super, 4.000-5.000 Regeln, super übersichtlich, klar. So, deutsche Tastatur. So, dann checkt das Tool erstmal, was versteht es. Wir haben gesagt, wir können eigentlich nur die Filter-Table wegen Paketmodifikation, probiert alles durch. Hier 90 Chains in der Filter-Table und hat komplett gecheckt, das verstehe ich komplett, was da drin ist oder kann damit arbeiten, probiert noch NAT, nee, wegen Paketmodifikation. Was macht das bei RAW? RAW kann es auch nicht, okay. Kann hier also nur die Filter-Table, aber wir sehen an der Menge 90 Chains, 4.800 Regeln, da ist die Hauptlogik der Firewall drin. NAT sind vielleicht 1, 2, 3 Regeln und RAW so ein paar No-Trick-Regeln, die man auch. So. Das ist das Ding, so sieht es aus, wenn es geunfoldet ist. Man sieht, die Match-Expressions sind ein bisschen kompliziert, schon allein daran, dass der keinen Umbruch hinbekommt. So, besser angefoldet und normalisiert. Man sieht schon, jetzt kann man langsam erkennen, was die Regeln machen. Kannst du mal sagen, dieses Tool hast du aus den Rule-Theorien erzeugt. Genau. Code-Generator. Genau. Das ist das verifizierte Tool, was am Ende rauskommt. Genau. Wenn der Code-Generator korrekt.
Ja, genau. Also, ich habe Isabel diesen Code raus generieren lassen. Der Code basiert auf, also der Correctness-Beweis ist, wir sehen jetzt. Welches drücke ich? Alt-Tab-Taste. Wir sehen jetzt hier quasi die Überapproximierung. Das ist quasi der Korrektheitsbeweis von dem, was wir jetzt gerade sehen. Also, dass wir hier wirklich eine Überapproximierung von dem Regelsatz haben. Und den Code davon hat Isabel erzeugt. Florian Haftmann hat den für dich erzeugt. Florian Haftmann hat den. Also nicht von Hand, der hat ein Tool geschrieben, der das dann für, was das dann für mich tut. Wäre ein bisschen aufwendig. Nur ist das Anfang, man sieht schon, man kann jetzt ein bisschen mehr erkennen. Firewall Best Practice lässt erstmal alles durch, was established ist. Die Geister scheinen sich daran, was, ob man related durchlassen sollte oder nicht. Für ICMP auf jeden Fall, für TCP. Und die Firewall pusht auch noch alles untracked durch, was eben so eine Performance-Optimierung für bestimmte Verbindungen ist, dass er gar nicht versuchen soll, da ein State zu tracken, weil es einfach zu viel wird. Die Firewall hat einen ordentlichen Durchsatz, denkt ein eigenes autonomes System dahinter und lustige Sachen. Und eben, ja, untracked würde in eine Raw-Table gesetzt werden, grob gesagt, untracked ist eigentlich DNS, weil wir da keinen State verhalten. Ja, man sieht hier, da sind so ein paar Sachen, alles was in diesen Doppeltilden ist, ist etwas, worüber noch ja noch approximieren muss, weil er es nicht versteht, zum Beispiel diese schöne M-Recent-Update 60 Sekunden-Regel, was auch immer das sein wird. So, ich gehe jetzt mal zum nächsten. Hier, jetzt hat er darüber approximiert, jetzt sehen wir hier in dieser Firewall, es waren fast 5000 Regel Input, ist also auch ein ordentlicher Output. Jetzt sehen wir diese Regeln, nur noch Sachen, die wir verstehen. Source-IP-Adressen, Output-Interface, Input-Interfaces, Destination-Port-Listen. So ist das Ganze, wenn wir es in eine noch einfachere Firewall transformieren, sag ich mal den Syntax geändert, angelehnt an IP-Tables-L-N-FastV, die Interfaces sind rechts. Also sehen, jetzt sind nur noch die Sachen drin und auf der rechten Seite noch ein paar Zusatzinformationen. Hier Interfaces, da gehen mehr als 20 VLANs rein in diese Firewall, also ja. Jetzt haben wir das Ganze to even simpler Firewall, jetzt sind auch diese ganzen rechten Seiten weg. Jetzt kann man schon langsam diese Firewall wirklich lesen. Was die tut, sind halt immer noch ein paar tausend Regeln, aber man sieht langsam, tut was. Die Firewall. Wird halbautomatisch generiert aus Informationen, die manuell in einer Datenbank stehen und vieles ist manuell gemacht. Ja, ein bisschen kommt. Echte Firewalls aus der Praxis. Richtig. Da braucht man drei Leute, die das rund um die Uhr warten. Oder einen Admin, der sehr gut ist. Ich danke hier an dieser Stelle unserem Admin, der macht, was wir ins Internet können und sonstiges. Von der TU jetzt die Firewall-Regel. Von unserem Lehrstuhl. Wir haben in der TU ein sehr, sehr florales Konzept. Du hast den LRZ-Firewall, darunter ist dann die Intum-Firewall und dann ist darunter noch die Firewall vom Lehrstuhl. Also praktisch können wir vor 80 manchmal. Sagen wir so, das LRZ kennt uns und wenn da plötzlich, sagen wir mal, weiß nicht, ein Gigabyte pro Sekunde an DNS-Anfragen rauskommt, sie haben gelernt, nicht mehr uns zu blocken wegen eventuell Wurm oder Virus. Sie haben gelernt, einfach zu fragen, ob man helfen kann. Wir scannen auch gerne mal das Internet einfach durch über Nacht oder sonstiges. Das ist V4-Internet. Das ist noch da. Ist. nmap/0/0/pipe/sort/pipe/paper.txt also. Wo kriege ich denn einen Browser her, Lars, bei dir? Und welchen darf ich verwenden? Ctrl F1. Ctrl F1 und hier die letzten. Alt-Tab. So. github.com hier noch zu. Makarios, deine Frage. Echte Firewalls. Ich habe hier ein Repo aufgesetzt und meines Wissens nach ist es die größte öffentliche Sammlung an frei verfügbaren Firewall-Dumps, die wir hier eingesammelt haben. Gibt also ordentlich was, wenn jemand schöne Regeln sehen will. Ich wäre auch sehr froh, wenn jemand irgendwas hat, auch ein Dump von nur 1, 2, 3 Zeilen wäre interessant, wenn hier jemand damit spielen möchte. Und diesen Dump erweitern wäre natürlich sehr schön. Die meisten haben sogar ordentliche Lizenzen. Ja, wir können das Ganze auch voll anonym machen, wenn es hier Submissions gibt. Genau, und an dieser Stelle D-E-K-M-A-N-D-E-R-N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 -E-R-
An dieser Stelle würde ich jetzt langsam zum Schluss kommen. Wir haben jetzt den ersten Teil gesehen, Semantik. Wir haben Firewall-Regelsatz-Vereinfachung gesehen. Ich will das noch kurz teasern. Was denn das Tool noch so alles kann? Hier sieht man Checking Spoofing Protection, das ist doch schön. Service-Matrizen, was besagt? Okay, diese 5000, 4000 Regel Firewall. Riesiges Monster. Und jetzt die Frage, wer darf mit wem SSH-Verbindungen aufbauen? Was wir hier sehen, er bricht jetzt leider sehr doof um. Eigentlich jedes Mal, wenn ich hier so, das ist eine neue Klasse an IP-Adressbereichen. Und ja, das ist wirklich so fragmentiert. Und nein, man kann es nicht kleiner darstellen, wir haben es bewiesen. Das wäre dann quasi die Matrix, wer mit wem. Und diese IP steht eben für den ganzen IP-Bereich wie oben definiert. Kann man auch für HTTP fragen und alles. Das alles kann unser Haskell-Tool. Muss ich jetzt die Werbung aufmachen. Richtige Anwender, sagen wir mal so, es gibt Leute, die sind sehr daran interessiert. Ich weiß nicht, ob es richtige Anwender gibt. Es gibt auf jeden Fall Leute, die haben die mein Star auf GitHub gegeben. Das Tool, ja, ich hätte ja gehofft, dass es seit heute endlich Command-Line-Arguments versteht, bin auch noch nicht ganz dazu gekommen, sagen wir so. Also noch sehr beta, während die Isabel-Theories sehr stable sind. Hier liegt gleich das schöne Logo. Wer hat dir einen? Lars hat dir keins gegeben. Lars hat mir keins gegeben. Ja, du siehst, dass du als Lars eingeloggt bist, aber der Star-Knopf ist nicht. Oh, und das Logo geht jetzt weiter. Das kannst du nachholen. Das kannst du jetzt ändern. Ja, genau. Habe ich jetzt hier. Was ist denn da passiert, als ich aufs Logo Du hast einen neuen Tab aufgemacht. In einen neuen Tab rein. Ach, die sind da links. Ja. Ah, es geht. So, dann geben wir dem Ganzen noch einen Star. Du musst schon auch Spaß drücken. So, Logo hat geladen, der fancy Formel Firewall Universal Understander, der kann das ganze Zeug, versteht die Firewall, erklärt, was es damit tut. In realen Fällen hat es wirklich Administratoren schon geholfen, nicht nur denen bei uns am Lehrstuhl, sondern wirklich realen Leuten. Das ist alles virtualisiert. So, wir haben jetzt noch eine Minute Zeit für Fragen und dann geht's an Makarios. Ja. Wie viel Code kommt denn da raus ungefähr? Ich schätze so 4000 Zeilen sind generiert und der IP-Tables Parser außenrum sind weniger als 1000 Zeilen, also inklusive alles Parse-Show und so. Hier das Generated. Das hat Isabel erzeugt. Wunderschön, wie man sieht. 4200 Zeilen. Also nicht wirklich viel, aber. Isabel unterstützt man auch Typklassen. Ne? Also ungefähr 20.000 Zeilen Isabel Fury stehen dahinter. Es schmeißt nur den meist optimiertesten Code am Ende raus und diese Zwischenalgorithmen, die wir haben, um das zu beweisen, sind natürlich rein Fury. Also dieser Code wurde automatisch generiert von Isabel aus einem bestimmt aus einem Theorem. Und ja, was sagt dieses Theorem jetzt? Quasi. Oder irgendwie. Okay, hier sieht man generiert keinen Code aus Theorien, sondern generiert Code aus Funktionen. Achso, okay. Okay, hier, also, ja, okay, ein schlechtes Beispiel, aber man kann ja zum Beispiel sagen, genau, es soll diese approximierte Firewall rausschreiben als Code und hier sehen wir eben das Correctness-Theorem, was die Typ was die tut. Also wenn du jetzt Code generierst für diese Funktion, aber machst keinen Beweis drüber, dann hilft dir der Code auch nicht weiter. Also, ja, brauchst schon auch noch den Beweis. Das kannst du auch als Haskell geben lassen, aber du weißt immer noch nicht. Genau, schön ist, dass man so ein Zeug darüber aussagen kann mit nicht ausführbaren Sachen in der Mitte, die aber die Realität sind. Also ihr habt dann so Sachen gemacht wie bewiesen, dass Approx Firewall Gamma Stricter eine Untermenge ist von Approx Firewall Gamma Permissive. Oh, also Gamma und dass die reale Firewall hier in der Mitte tatsächlich ist. Und das ist dann, und dann, wenn das bewiesen ist, dann kann man sagen, so jetzt. Genau, wenn man sich das Theorem anschaut, ist da eigentlich noch ein bisschen mehr drin. Wir haben diese Firewall als sehr simples Modell, rekursive Funktion, die nur Liste arbeitet. Und das Wichtige ist, was man hier jetzt nicht sieht, die Funktion, die nimmt diesen beliebigen Regelsatz und konvertiert den in einen Regelsatz für dieses super einfache Firewall-Modell. Und das ist quasi die Magic, die jetzt auch das Tool ausgeführt hat, wenn es die einfacheren Firewall-Dumps ausgeführt hat. Können wir das nächste Mal direkt in Isabel anschauen, wenn wir Isabel besser verstanden haben, wie diese Theoreme wirklich aussehen. Und wie effizient ist der generierte Haskell-Code, wenn du jetzt 5000 Firewall-Regeln hast, geht es dann unter einer Sekunde oder? Sagen wir unter einer Minute. Okay. Also kommt drauf an, was man alles macht. Da kannst du den Kaffee trinken dabei, es muss ja nicht real sein.
Ja, du hast ja überwiesen, dass es für diese statische Online-Analyse muss man nicht auf der Firewall. Sagen wir mal, diese lange Datei, aus der ich eben die Beispiele rausgeholt habe, die einfach alles berechnet hat, was wir berechnen können, wurde in unter 5 Minuten erzeugt. Bestes akademisches Tool, das etwas ähnliches kann, aber nicht so viel, war in unter einer Woche auf 100 GB RAM-Maschine, also diejenigen sind besser. Trotz voll verifizierten Code. Gut, Makarios.